Was sind eigentlich die sieben mächtigsten Zaubersprüche aus Harry Potter? Auf der Nummer 7 haben wir den Zauberspruch Stupor, welcher genutzt wird, um sein Gegenüber in eine Art Schockstarre zu versetzen. Er ist ein sehr guter Duellzauberspruch, da er weder starke noch anhaltende Schäden zufügt. In einem Kampf ist er auch äußerst effektiv, wenn man nicht gerade den Wunsch verspürt, seinem Gegenüber bleibende Schäden zuzufügen. Der beste Verteidigungszauber gegen Stupor ist beispielsweise der Zauber Renovate, der einem wieder Kraft gibt, nachdem man geschockt wurde. Stupor wird eigentlich von allen Hauptcharakteren früher oder später in den Filmen genutzt. Er wurde ebenfalls genutzt von Gellert Grindelwald, als Hermiko Grigorowitsch den Elderstab stahl. Dieser Zauber ist exzellent anzuwenden, an jedem bis auf ein paar Gestalten, nämlich Drachen, Trollen, Riesen und auch Halbriesen, Hagrid inkludiert. Auf der Nummer 6 haben wir den Zauberspruch Sectum Sempra. Sectum Sempra ist ein dunkler magischer Fluch, den Severus Snape entwickelt hat, als er selbst noch Schüler in Hogwarts war. Er muss lange an dem selbsterdachten Fluch gearbeitet haben, denn Sectum Sempra war ein ungewöhnlich effektiver Fluch. Er verursacht starke Schmerzen, Hämatome und Schnitte im Körper seines Opfers. Sectum Sempra ist die Kombination von zwei lateinischen Wörtern, die zusammengesetzt wurden. Sectus, was so viel heißt wie schneiden, und Semper, was so viel bedeutet wie immer. Wenn man Sectum Sempra einsetzt, ist es so, als hätte man ein unsichtbares Schwert an seinem Gegenüber dran. Also definitiv ein Zauber, mit dem man nicht leichtfertig spaßen sollte. Die einzige bekannte Verteidigung bzw. effektive Genesung gegen Sectum Sempra ist Vulnera Sanentur. Dieser Zauberspruch muss dreimal ausgesprochen werden und sorgt dafür, dass die großen Wunden und Verletzungen geschlossen werden. Wenn dieser jedoch nicht unverzüglich angewandt wird, können große Narben auf dem betroffenen Körper zurückbleiben. Eine berühmte Stelle, wo dieser Zauber demonstriert wird, ist im sechsten Teil der Filme zu sehen, wo Harry Potter den Zauberspruch an Draco Malfoy anwendet und Severus Snape ihn daraufhin wieder heilen muss. Die Nummer 5 belegt der Zauberspruch Expelliarmus. Expelliarmus ist der Entwaffnungszauber, mit dem man, wie der Name schon verrät, sein Gegenüber entwaffnen kann. Dieser Angriffszauber ist so effektiv, dass er gerne in Duellen eingesetzt wird. Des Weiteren kann man durch die Entwaffnung auch die Gefolgschaft eines anderen Zauberstabs erlangen. Außerdem ist es möglich, dass bei einer entsprechenden Stärke des Zaubers die Gegner weggeschleudert werden oder sogar mehrere gleichzeitig entwaffnet werden können. Der Zauberspruch kommt wieder aus dem Lateinischen und setzt sich aus den Wörtern Experle, was so viel bedeutet wie wegfahren, und Arma, was so viel bedeutet wie Waffen, zusammen. Ein erwähnenswertes Beispiel für den Gebrauch des Zaubers war im Halbblutprinz zu sehen, als Draco Malfoy Albus Dumbledore auf dem Astronomieturm entwaffnete. Auf der Nummer 4 haben wir den Cruciatusfluch, auch bekannt als der Folterfluch. Er ist einer der drei unverzeihlichen Flüche, damit ist er einer der schlimmsten und gruseligsten Zaubersprüche auf unserer Liste. Dem Opfer des Cruciatusfluches werden unglaubliche Schmerzen zugefügt, gegen welches sich kaum zu wehren vermag. Der Zauberspruch kommt aus dem Lateinischen von dem Wort crucio und bedeutet so viel wie Schmerz und Folter. Bis zum Jahre 1717 wurde dieser Cruciatusfluch einfach so genutzt und nicht weiter bestraft. Nach dem Jahre 1717 jedoch wurden Gesetze eingeführt, die es Zauberern verbot, diesen unverzeihlichen Fluch auszusprechen, und man wurde für die Benutzung direkt nach Azkaban verbannt. Leute, die diesen Fluch öfters anwenden, sind Bellatrix Lestrange, Barty Crouch Jr. und Lord Voldemort. Dieser Fluch wurde von Bellatrix Lestrange genutzt, um die Eltern von Neville Longbottom zu foltern und sie in den Wahnsinn zu treiben. Die Nummer 3 belegt unserer Meinung nach der Zauberspruch Expecto Patronum oder auch Patronuszauber genannt. Der Patronuszauber ist der machtvollste Verteidigungszauber der Zaubererwelt. Es ist ein extrem schwieriger und komplizierter Zauber, der eine positive Energiekraft in Form eines Schutzwesens, dem Patronus, heraufbeschwört. Der Zauber wird durch das Aussprechen der Formel Expecto Patronum und durch die Vorstellung eines glücklichen Ereignisses oder Gedankens aufgerufen. Der Patronus ist der beste Abwehrzauber gegen Dementoren. Expecto Patronum kommt auch ursprünglich aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie ich erwarte, erbitte, meinen Schutzherrn, meinen Patron. Es ist außerdem das spirituelle Tier von jedem, der vermag, den Zauber zu meistern. Es gibt nicht viele Zauberer und Zaubererinnen, die es schaffen, ihren Patronus in ihrer Lebenszeit erfolgreich zu rufen. Dieser Zauberspruch ist so weit oben auf der Liste wegen seinem defensiven Schutz, denn Verteidigung ist, wie schon oft gehört, der beste Angriff. Der Patronus-Zauber wurde in den Filmen von vielen Charakteren genutzt, aber am bekanntesten
war wohl Severus Snape, dessen Patronus eine Hirschkuh war. Er nutzte ihn, um Harry zu helfen, ihn durch die Wälder zu führen und ihm den Weg zu Godric Gryffindors Schwert zu weisen. Auf der Nummer 2 haben wir den Imperius-Fluch, welcher auch einer der drei unverzeihlichen Flüche ist, und dieser gilt als einer der finstersten Flüche überhaupt. Er erlaubt es einem, die volle Kontrolle über sein Gegenüber zu erlangen. Sobald du mit diesem Fluch belegt wirst, kann dir derjenige, der dich verflucht hat, Befehle geben, die man sofort und unbedingt auszuführen hat. Der eigene Wille existiert quasi nicht mehr. Der Imperius-Fluch kann für eine einzelne Tat oder auch über einen sehr langen Zeitraum verwendet werden. Es wird erwähnt, dass manche Opfer über Jahre unter diesem Fluch standen. Es gibt jedoch auch starke Zauberer, die genug Willenskraft besitzen und sich nicht dem befehlen beugen. So wie Harry. Das Wort Imperio kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie Regel, welche zu befolgen sind. Eine gute Demonstration dieses Fluches findet im Harry Potter Teil Heiligtümer des Todes Teil 2 statt, in dem Harry den Koboldbankier mit dem Imperius-Fluch verzaubert, um in das Verlies von Bellatrix Lestrange in der Zaubererbank Gringotts zu gelangen. Den ersten Platz belegt der dritte unverzeihliche Fluch, der wohl einer von Voldemorts favorisiertesten Flüchen ist und bei der Anwendung an einem Lebewesen zum sofortigen Tod führt. Ich spreche natürlich von dem Fluch Avada Kedavra. Der einzige bekannte Schutz gegen den Avada Kedavra-Fluch ist der Opferschutz. Der Opferschutz war ein uralter, mächtiger und langanhaltender Gegenzauber, der eingesetzt wurde, indem eine Person freiwillig und aus tiefer reiner Liebe ihr eigenes Leben opferte, um das Leben einer oder mehrerer Personen zu retten. Ein Beispiel für diese Hingabe war der Moment, als Lily Potter sich für Harry geopfert hat und ihre Liebe genutzt hat, um den Opferschutz um Harry zu legen. Der Fluch Avada Kedavra bedeutet so viel wie "Lass dieses Ding zerstört werden". Er wurde von mehreren Personen angewandt, wie zum Beispiel von Voldemort an Harrys Eltern, von Bellatrix Lestrange an Sirius Black und von Severus Snape an Professor Dumbledore. Ich denke, es ist klar zu sagen, dass es keinen unverzeihlicheren und düsteren Fluch als Avada Kedavra gibt. Also, das war's mit diesem Video und den 7 mächtigsten Zaubern aus Harry Potter, jedenfalls aus unserer Perspektive. Heute haben wir die verschiedensten Zaubersprüche aufgeführt, manche eher offensiv und manche eher defensiv, um eine perfekte Balance dazwischen zu finden. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns sehr über einen Daumen nach oben freuen. Falls du mehr von solchen Videos sehen möchtest, abonniere gerne den Kanal, um keins der neuen Videos zu verpassen. Danke für deine Aufmerksamkeit und hab einen schönen Tag.